Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach, für Ihren auch zeitlich sehr gut organisierten Beitrag. Ich darf als Nächsten für die AfD Herrn Kollegen Herrmann das Wort erteilen und darauf hinweisen, dass Sie eine Redezeit von insgesamt 20 Minuten haben. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Bereits am 14. Februar dieses Jahres stellte Innenminister Beuth die Hessische Kriminalstatistik 2018 der Öffentlichkeit vor, voll des Lobes ob der guten Zahlen. In seiner Pressemeldung und heute in seiner Regierungserklärung verstand es der Innenminister, sich und seine Regierung in ein besonders gutes Licht zu rücken. Hatte er doch scheinbar nur Erfreuliches zu vermelden und geizte dementsprechend auch nicht mit Lob und positiven Aussagen. Besonders die aktuelle Sicherheitslage stellte er als objektiv herausragend dar, was auch zu der Aussage führte, die Zahlen belegen, dass Hessen ein sehr sicheres Land ist. Das ist so natürlich nicht ganz korrekt. Das sollte ein Innenminister eigentlich wissen. Das Einzige, was diese Zahlen wirklich eindeutig belegen, ist die Arbeitsbelastung und Arbeitsleistung der Polizei. Das habe ich bereits bei der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten erläutert, aber offensichtlich ist es notwendig, es hier noch einmal deutlich zu machen. In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen auch meine Rede, die ich dazu geführt habe, das letzte Mal. Genau. Die wenigen Stellen in den Ausführungen des Innenministers, die doch erkennen lassen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, wie z. B. die unerfreuliche Zunahme von gewalttätigen Angriffen auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte, werden mit vollmundigen Ankündigungen und Floskeln wie die Schaffung strengerer Gesetze, härteren Strafen, konsequentem Handeln und aufenthaltsbeendenden Maßnahmen klein und schön geredet. Glaubhaft ist es natürlich nicht, wie die CDU seit Jahren bundesweit beweist. Offene Grenzen, unkontrollierte Einwanderung und so gut wie keine Abschiebung von illegalen oder kriminellen Ausländern sind ein Beleg dafür. Und machen wir uns nichts vor. Der grüne Regierungspartner der CDU wird es sicher verstehen, insbesondere die Aussagen bezüglich Abschiebungen von illegalen oder kriminellen Migranten zu relativieren. Dennoch, Innenminister Beuth konnte anhand der Kriminalstatistik tatsächlich Erfreuliches verkünden. In seiner Pressemeldung schrieb er, niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 40 Jahren, 2 von 3 Straftaten werden aufgeklärt, weniger Wohnungseinbrüche, weniger Straßenkriminalität, politisch motivierte Kriminalität um 10% gesunken. Alles richtig, die Zahlen dazu kann man in der Kriminalitätsstatistik nachlesen. Aber sind diese Zahlen wirklich der Beweis dafür, dass die Kriminalität ständig abnimmt, wie uns Innenminister Beuth glauben machen will? Ist Hessen, wie Innenminister Beuth behauptet, tatsächlich ein sehr sicheres Land und die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Verbrechens zu werden, gering? Wenn man nur diese Zahlen betrachtet, kann man zu dieser Auffassung kommen. Ja, wird man diese Entwicklung als erfreulich bezeichnen? Wenn man aber die Statistik genauer anschaut, erkennt man schnell auch die Schattenseiten, die ehrlicherweise auch zu benennen sind, aber von Herrn Beuth nicht oder nicht klar benannt wurden. Dazu gehört z.B. die Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen, die um 545 Straftaten zunahmen, ein Anstieg 3,6%. Oder der Anstieg der Vermögens- und Fälschungsdelikte um 9,8%. Das entspricht immerhin einer Zunahme von 7.986 Straftaten. Eine Deliktszunahme um 23,7% ist auch bei der Wilderei zu verzeichnen, also Fisch- und Jagdwilderei. Ja, auffällig ist auch der eindeutige und deutliche Anstieg der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um 525 Fälle bzw. um 13,6%. Und der Anstieg der sexuellen Belästigungen um 193 Fälle bzw. 27,9%. Und auch nicht unwesentlich und absolut erwähnenswert der Deliktsanstieg beim Landfriedensbruch um 110,2%, wenn auch bei 54 Fällen, und der Anstieg beim Menschenhandel um 75,6%, 34 Fälle.
Die Fallzahlen bewegen sich in diesen beiden Deliktsfeldern zwar nur im zweistelligen Bereich. Wenn man aber weiß, wie aufwendig und auch schwierig sich die Ermittlungen bei gewalttätigen Demonstrationen und im Rotlichtmilieu gestalten, sollte man wirklich hellhörig werden. Meine Damen und Herren, schon hieran können Sie sehen, dass der statistische Rückgang der Gesamtfallzahlen von rund 375.000 Straftaten auf rund 372.000 Straftaten unter Berücksichtigung der teilweisen starken Anstiege in anderen Deliktsbereichen nichts, aber auch gar nichts über die tatsächliche Sicherheitslage in unserem Land Hessen aussagt. Das wird umso deutlicher, wenn man dabei noch gewisse Eigenarten der Statistik berücksichtigt. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik, kurz PKS genannt, ist erstens eine Hellfeldstatistik. Das bedeutet, dass nur die der Polizei und Justiz bekannt gewordenen Straftaten registriert werden. Zweitens eine Ausgangsstatistik. Das bedeutet, dass die Fälle erst dann in die PKS Eingang finden, wenn die Polizei eine Straftat ausermittelt und an die Staatsanwaltschaft abgegeben hat. Damit werden viele Straftaten für den Berichtszeitraum nicht erfasst. Kommen dann noch Personalengpässe bei der Bearbeitung dazu, und seien Sie sicher, ich weiß, von was ich rede, bleiben schon einmal mehrere Tausend Straftaten unberücksichtigt. Die PKS als dritten Punkt enthält nicht alle Straftaten. Verkehrs- und Staatsschutzdelikte, aber auch Zoll- und Steuerstraftaten werden hier nicht berücksichtigt. Und die PKS ist viertens beeinflusst von Unwägbarkeiten. Dazu gehören das Anzeigeverhalten der Bürger. Ich hatte es in meiner letzten Rede zur Regierungserklärung von Herrn Bouffier schon einmal ausgeführt, welches durch verschiedene Faktoren bis hin durch Einwirkung Dritter stark beeinflusst sein kann. Aber auch das Handeln der Polizei selbst beeinflusst die PKS. Sogenannte Kontrolldelikte, die erst durch polizeiliches Handeln Eingang in die Statistik finden, können die Zahlen der PKS natürlich deutlich beeinflussen. Ein Beispiel dazu. Wenn die Polizei z.B. aus personellen Gründen nicht mehr so viele BTM-Kontrollen, also hier sind Rauschgiftkontrollen gemeint, durchführt, werden diese Straftaten nicht mehr in der PKS erfasst, und die Zahlen in diesem Deliktsbereich sinken zwangsläufig. Tatsächlich verändert sich an der Kriminalitätslage im Deliktsbereich Rauschgift gar nichts. Im Gegenteil, aufgrund der mangelnden Kontrollen muss sogar mit einer Zunahme gerechnet werden. Die schlägt sich aber in der Kriminalitätsstatistik nicht nieder. Wer jetzt nur auf die statistischen Zahlen schaut, glaubt fälschlicherweise, dass sich die Rauschgiftkriminalität verringert hat. Merke also, wo keine Kontrolle, da keine Straftaten und damit keine Berücksichtigung in der Statistik. Und da möchte ich auch noch einmal besonders darauf hinweisen, das gilt auch noch für andere Deliktsfelder, wie z.B. im Bereich des Rotlichtmilieus, der Korruption, des Schwarzfahrens und des Ladendiebstahls. Wenn man sich vor diesem Hintergrund die Pressemeldung von Herrn Beuth anschaut und heute seine Regierungserklärung hörte, kann man das Gefühl bekommen, hier sollen dem Bürger in Sachen Sicherheit Beruhigungspillen in hohen Dosen verabreicht werden. Vor allem weil doch ein Innenminister wissen müsste, dass die statistischen Zahlen der PKS gerade nicht die tatsächliche Kriminalität und auch nicht die realen Gefahren und Bedrohungen für die Bevölkerung widerspiegelt, wie ich gerade deutlich gemacht habe. Dies wird auch durch Dunkelfeldstudien belegt, die feststellen, dass je nach Deliktsbereich bis zu 94% der Straftaten nicht zur Anzeige gebracht werden. Im Diebstahls- und Einbruchsbereich ist das Dunkelfeld relativ gering. Das ist auch verständlich, da Anzeigeerstattungen hier eine notwendige Voraussetzung für die Entschädigung durch die Versicherungen darstellen. Bei Körperverletzungen und Sexualdelikten ist das Dunkelfeld deutlich größer
und reicht bis zu 94%. Herr Beuth, sollte Ihnen das alles tatsächlich unbekannt sein? Das kann ich nur schwer glauben. Und ehrlich gesagt glaube ich das auch nicht. Umso unverständlicher ist deshalb Ihre einseitige, beschönigende und im Kern irreführende Darstellung der Bedeutung der PKS für die Sicherheitslage in Hessen. Herr Innenminister, hören Sie also mit der Schönfärberei in Ihrer Berichterstattung gegenüber dem Bürger auf. Die Sicherheitslage ist ernster, als es sich in Ihrer Pressemitteilung und in Ihrer Regierungserklärung mit den fehlerhaft interpretierten Statistikzahlen widerspiegelt. Und pünktlich, wie als Beweis für Ihre Schönfärberei, berichtete die Welt am 21. Februar über 15 Hausdurchsuchungen in Hessen bei mutmaßlichen Islamisten wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Zwei Personen wurden festgenommen, 200 Polizeibeamte waren im Einsatz, und nur der Vollständigkeit halber erwähnt, auch Nordrhein-Westfalen war betroffen. In diesem Zusammenhang die Arbeit, die unsere Polizeibeamten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte leisten, ist vor diesem Hintergrund besonders hoch einzuschätzen. Mit einem wirklich vorbildlichen Pflichtbewusstsein stehen Sie uns Bürgern zur Seite, helfend, schützend, rettend und setzen sich dabei nicht selten Risiken und Gefahren aus, die Ihre eigene Gesundheit und Ihr eigenes Leben gefährden können. Dank der Altparteien und ihrer unverantwortlichen Politik der offenen Grenzen, der unkontrollierten Einreise und Einwanderung ist diese Tätigkeit noch ein Stück riskanter und gefährlicher geworden. Und wie hat die schwarz-grüne Regierung in der letzten Legislaturperiode unseren Sicherheitskräften dafür gedankt? Neben den netten Worten und Dankschreiben, die sie natürlich nichts kosten, auf eine ganz besondere und man möchte fast sagen perfide Art und Weise. Die stationären Wahlleistungen im Falle einer Krankenhausbehandlung wurden gestrichen und nur gewährt, wenn die Bediensteten einen monatlichen Beitrag von 18,90 € aus eigener Tasche bezahlen. So sieht die Anerkennung besonderer Leistungen bei CDU und GRÜNEN aus. Das ist zum Schämen. Meine Damen und Herren, für die tägliche Bereitschaft, für uns Bürger da zu sein, Risiken und Gefahren einzugehen, spreche ich von ganzem Herzen allen Bediensteten bei Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten im Namen der hessischen AfD unsere Anerkennung und unseren Respekt für die von Ihnen geleistete Arbeit aus. Im Gegensatz zu den Altparteien wollen wir nicht nur Danke sagen. Das wäre uns zu wenig und würde Ihren Leistungen nicht gerecht. Aus diesem Grund werden wir uns für bessere Arbeitsbedingungen, eine bessere Bezahlung und bessere Sozialleistungen einsetzen. Dazu gehört unter anderem die Rückkehr von Hessen in die Tarifgemeinschaft der Länder, eine deutliche Personalaufstockung, freie Heilfürsorge im Gesundheitsbereich und Erholungskuren für Schichtdienstleistende. Zum Schluss zwei gut gemeinte Ratschläge an die Landesregierung. Erstens. Setzen Sie unsere Forderungen um, die Sie ja zum Teil auch in Ihrem Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben, und beweisen Sie, dass Papier nicht geduldig ist. Denn schnelle Hilfe, das haben auch die Männer und Frauen verdient, die jederzeit mit ihren schützenden, helfenden und rettenden Händen uns zur Verfügung stehen. Zweitens, Herr Beuth, Sie und Ihre Partei sollten sich Ihre eigenen Worte zu Herzen nehmen und den Bürger nicht mit Falschmeldungen und Übertreibungen zur politischen Profilierung beeinflussen. Ihre Aussagen im Zusammenhang mit der polizeilichen Kriminalitätsstatistik erwecken genau diesen Eindruck. Berücksichtigen Sie das zukünftig, dann dürften Sie auch wieder glaubwürdiger werden. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Sie haben den Zuschlag nicht genutzt, aber er verfällt ja nicht. Als Nächstes hat für die FDP-Fraktion der Kollege Müller das Wort. Auch er hat theoretisch 20 Minuten. So ist es. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte beginnen mit dem Dank an die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Hessen, die eben mit ihrem täglichen Einsatz, mit ihrem unermüdlichen Einsatz, übrigens rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, Nachtschichten und alles drum und dran, für die Sicherheit in diesem Land sorgen und dazu beitragen, dass wir uns in diesem Land sicher fühlen können und auch Verbrechen aufgeklärt werden. Ganz herzlichen Dank für diesen Einsatz der Polizei. Ich will allerdings auch feststellen, dass ich mir eigentlich wünschen würde, in dieser Legislaturperiode in Regierungserklärungen auch einmal Themen zu behandeln, die nicht retrospektiv sind, sondern die aufzeigen, wohin die Landesregierung in Zukunft gehen will. Und da gäbe es im Moment eine ganze Menge Themen. Es sind auch einige angesprochen worden, aber überwiegend auch von Frau Faeser. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wir haben das Thema Rückführung, Reduzierung von Duldungen. Wir haben die Debatte, die wurde kurz angesprochen, um die Sicherheit in Stadien. Die ist ja auch nicht erst seit letzten Donnerstag am Laufen. Und das genau ist übrigens der Kritikpunkt, den wir haben. Hätten Sie, Herr Innenminister, nicht schon seit Monaten an diesem Thema gearbeitet, auch und gerade um sich zu profilieren und einen Markenkern zu bilden, dann wäre die Situation am vergangenen Donnerstag gar nicht erst so eskaliert. Und das ist die Kritik, die wir üben, weil es am Ende auch auf dem Rücken der Polizeibeamtinnen und Beamten ausgetragen wird, die am Donnerstag diesen Einsatz ausgeführt haben. Und das, meine Damen und Herren, werden wir am Donnerstag noch einmal intensiv diskutieren. Aber das ist sozusagen das Problem, das ich sehe. Und deswegen hat mich die Kritik aus den Reihen der GRÜNEN am Innenminister eben doch bestätigt, dass es dringend geboten ist, hier Deeskalation voranzutreiben. Und dass das nicht nur seitens des Herrn Bereswyl als Polizeipräsident in Frankfurt ist, sondern dass auch seitens des Innenministers ein solches Signal kommen muss. Wir haben angesprochen, schon haben Sie auch andere Positionen, das Thema rechtsextreme Tendenzen bei einzelnen Polizeibeamten, bewusste Wortwahl bei einzelnen Polizeibeamten. Auch das haben wir zwar schon diskutiert, aber auch das ist ein Thema, wie kann man das in Zukunft noch besser behandeln und handeln, wie will man damit umgehen. Wir haben die Frage, wie schaffen wir die besseren Arbeitsbedingungen für die Polizeibeamtinnen und Beamten. Auch das wäre eine Regierungserklärung wert gewesen. Was machen wir mit Personalausstattung? Was machen wir, ohne es nur als Begriff anzusprechen, sondern wie wollen wir das erreichen? Wir haben erhebliche Zahlen von Beamten, die auch in Ruhestand gehen in den nächsten 5 Jahren. Das sind große Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu denen man auch Regierungserklärungen machen könnte. Zusammenarbeit der verschiedenen Sicherheitsbehörden. Ja, ich habe zugehört. Es ist in einem Satz auch angesprochen worden. Aber das hat ja noch größere Dimensionen. Wie gestalten wir die digitale Zusammenarbeit der Behörden auch über Hessen hinaus? Es geht ja nicht nur darum, dass innerhalb Hessens die Behörden besser zusammenarbeiten können müssen, sondern dass das auch innerhalb Deutschlands funktioniert. Wie sieht es insgesamt aus mit dem Thema Internetkriminalität, Cyberkriminalität? Ein Riesenthema, riesige Zuwachszahlen, auch in der Kriminalitätsstatistik. Wo sind da die Lösungsansätze? Wie soll eine Ausstattung der Polizei aussehen, damit wir in Zukunft hier die Zahlen minimieren können? Das sind Aufgaben und das sind Themen, die ich mir gewünscht hätte, die in einer Regierungserklärung durchaus im Mittelpunkt hätten stehen sollen. Das Problem an Kriminalitätsstatistiken oder an allen Statistiken ist, glaube ich, auch schon hinreichend deutlich geworden. Es sucht sich jeder den Part heraus, der ihm am besten in die Karten passt. Deswegen will ich versuchen, objektiv zu sagen, ja, es gibt in vielen Bereichen bessere Zahlen. Das ist ein Erfolg, und das ist auch gut. Man muss sich das aber dann im Einzelfall eben sehr genau anschauen. Das ist in einigen Beiträgen der Vorredner schon der Fall gewesen. Ich will an der Stelle aber auch auf den Antrag zum Thema Dunkelfeldstudie noch einmal eingehen. Ich halte es für einen Fehler, wenn die Koalition diesen Antrag einfach ablehnt, weil ich glaube, dass wir, um eine realistische Betrachtung des Kriminalitätsfeldes, der Sicherheitslage in diesem Land zu haben, auch diese Zahlen benötigen. Und deswegen, was spricht denn dagegen, diese Zahlen zu erheben?
Was spricht dagegen? Nichts. Und deswegen, glaube ich, sollten wir diesen Antrag auch beschließen, wenn nicht heute, dann im Ausschuss. Ich will auf die einzelnen Punkte aus der Statistik trotzdem auch noch einmal eingehen. Die insgesamt vorhandene Aufklärungsquote von 64% ist gut, gerade noch übertroffen von Thüringen im letzten Jahr, da waren es 64,5%. An der Stelle ist Föderalismus, der als Wettbewerb wirkt, durchaus zu begrüßen, und es ist, glaube ich, auch ein Ansporn, da sich weiter dauerhaft zu verbessern. Allerdings, wenn man sieht, dass der erhebliche Zuwachs auch aus Straftaten im Bereich des Aufenthaltsrechts liegt, wo die Aufklärungsquote, glaube ich, bei 100% sogar gelegen hat, dann relativiert so etwas auch wieder statistische Daten. Das ist sozusagen das Problem mit Statistiken. Jeder sucht sich eben die Zahlen heraus, die passen. Wir haben aber ein Problem, das man durchaus auch ansprechen muss. Und das ist die Straftat überproportional von nichtdeutschen Bürgern und Bürgern, Menschen in diesem Lande, die einen erheblichen großen Anteil ausmachen. Der Anstieg in 2018 ist nur 3,5%. Aber was besonders auffällt, ist die Schwere der Straftaten, die hier verübt wird. Das macht nachdenklich, und nicht nur, weil ich mich mit dem Thema Kriminologie im Rahmen des Studiums sehr intensiv beschäftigt habe. Es gibt unzählige wissenschaftliche Theorien, woran das liegt. Sehr spannend. Man muss auch sehen, welches Altersfeld. Das hat Frau Goldbach, ja, ich habe alles gelernt, was ich als Mann alles bin. Vielen Dank. Sie haben das sehr allgemein ausgedrückt. Ich glaube, es war nicht ganz so allgemein, wie Sie es gemeint, wie Sie es gesagt haben. Wenn doch, dann würde ich jetzt noch einmal darüber nachdenken. Aber schätzt beiseite, wir haben eben auch einen sehr großen Anteil an ausländischen Menschen in diesem Land, die männlich und zwischen 18 und 30 sind und damit im Fokus des Alters, wo eine erhebliche Kriminalitätslage zu sehen ist. Nichtsdestotrotz müssen wir uns des Themas annehmen, und gerade bei ausländischen Intensivtätern. Und da denke ich auch gerade an Problemviertel, sei es in Frankfurt oder anderswo, müssen wir es schaffen, Lösungen zu finden, um das Sicherheitsgefühl und die Akzeptanz in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Und wenn ich sehe, dass ein Großteil dieser Täter aus den Maghreb-Staaten kommt, dann verstehe ich nicht unsere Debatte hier vor 3 Wochen zum Thema sichere Herkunftsstaaten, meine Damen und Herren. Ich muss das Thema noch einmal ansprechen. Und ich glaube, auch die Debatte auf Bundesebene hat gezeigt, dass das, was die GRÜNEN an Argumenten vorbringen, warum sie das nicht machen wollen, nicht tragfähig sind. Es sind Fake News. Es ist an alles gedacht. Es ist sogar eine Extraberatung für homosexuelle Menschen aus diesen Ländern vorgesehen. Deswegen tun Sie sich und diesem Land den Gefallen und rücken Sie endlich von Ihrer Blockadehaltung ab, und kommen Sie dazu, dass wir im Bundesrat einen entsprechenden Beschluss herbeiführen können, meine Damen und Herren. Das Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl ist bereits angesprochen worden. Das ist ein Thema, das sehr auf das subjektive Sicherheitsgefühl auswirkt. Das ist eine große Herausforderung. Wir machen Hessen-Data, da ist einiges unterwegs. Das tragen wir, auch wenn es uns als Freien Demokraten manchmal schwerfällt, mit, weil das subjektive Sicherheitsgefühl eben auch eine große Relevanz hat. Aber mit 29% ist eben die Aufklärungsquote immer noch sehr gering. Da müssen wir auch 19%, genau, danke schön, müssen wir weiter daran arbeiten. Übergriffe auf die Sicherheitskräfte, Rettungskräfte, Feuerwehr, hätte ich mir auch gewünscht, dass man noch konkreter wird, als nur zu sagen, wir brauchen Strafverschärfung. Das alleine wird nicht helfen, weil strafbar ist das schon heute. Ich glaube, wir müssen uns sehr intensiv darüber Gedanken machen, mit welchen Ansätzen wir es schaffen können, Delikte in dem Bereich schneller zu bestrafen, die Justizabilität schneller herbeizuführen. Wie schaffen wir es, dass die Anzeigen, die in dem Fall getätigt werden, schneller bearbeitet und auch schneller mit einer Konsequenz geahndet werden, meine Damen und Herren? Wenn wir das hinkriegen würden, wäre, glaube ich, allen Beteiligten deutlich besser geholfen als mit einer Strafschärfung. Und dann will ich am Schluss noch einmal auf das Thema kommen, was ich schon angesprochen habe, Internetkriminalität. Wir haben dort irre Steigerungsraten, und das ist selbstverständlich. Und wenn sich der Innenminister dafür rühmt, dass die Straßenkriminalität zurückgegangen ist, dann sieht man, dass eine erhebliche Verlagerung in das Internet stattgefunden hat. Und das, meine Damen und Herren, wäre es wert gewesen, auch einmal intensiver zu beleuchten. Wie sind die Strukturen? Wie müssen wir die Polizei, Frau Faeser hat es angesprochen, wie müssen wir die Polizei ausstatten? Welche Fachkräfte benötigen wir in diesem Bereich, um da auch Kriminalität überhaupt bekämpfen zu können? Wie sehen denn die Initiativen aus, dass wir über Hessen hinaus, deutschlandweit, aber Internetkriminalität ist auch nicht
auf ein Land bezogen, auch nicht auf ein Bundesland und auch nicht auf eine Nation. Wie kommen wir international hier zu regeln, dass wir auch die Strafverfolgung durchsetzen können, wenn die Kriminalität von anderen Servern ausgegangen ist, aus anderen Ländern, aus einer Nation? Das wäre es wert, sich einmal intensiv mit zu beschäftigen. Und das hätte ich mir heute auch etwas intensiver gewünscht. Meine Damen und Herren, es lohnt sich, aber auch einen Blick in die anderen Bundesländer zu werfen. Auch das wurde angesprochen. Der Innenminister hat gelächelt dabei. Es ist eben gerade in 2017 bundesweit ein erheblicher Rückgang der Kriminalität insgesamt zu beobachten. Das liegt am Einsatz der Polizei, das liegt an verschiedenen Dingen. Aber das jetzt auf Hessen runterzubrechen und zu sagen, wir sind die Besten, ich sage ja, Föderalismus soll Wettbewerb sein, sehr gut, super. Aber ganz so einfach ist es eben nicht, wenn in allen 13 Flächenbundesländern die Kriminalität zurückgeht und man sich nur darüber streitet, wer hat den niedrigsten Kriminalitätsstand seit 20, 30 oder seit 40 Jahren. Das sind so viele verschiedene Faktoren. Ja, es ist die Arbeit der Polizei, und die lobe ich, und denen danke ich auch. Aber wenn sich allein der Innenminister und die Landesregierung hinstellt und sagt, das sind unsere Zahlen, nein, das sind die Zahlen, wenn, dann der Polizei. Und das muss man auch immer wieder deutlich machen, meine Damen und Herren. Und genau dazu möchte ich jetzt kommen, denn wir haben diese Zahlen der Polizei zu verdanken, und das trotz der schwierigen Arbeit. Frau Goldbach, Sie haben eben alles aufgezählt, was Sie machen wollen. Wir reden hier aber von der Kriminalitätsstatistik aus dem vergangenen Jahr. Und da sind all das, was Sie im Koalitionsvertrag, ich sage es, aufgeschrieben, noch nicht umgesetzt, nur aufgeschrieben haben, noch lange nicht umgesetzt gewesen, im Zweifel noch nicht einmal angedacht gewesen. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz richtig zu sagen, dass die tollen Ergebnisse des vergangenen Jahres mit dem Koalitionsvertrag, der Ende Dezember unterschrieben worden ist, in Verbindung zu bringen sind. Die Rahmenbedingungen sind schon angesprochen worden. Wir haben einen erheblichen Personalbedarf in den nächsten Jahren. Wir wollten noch etwas mehr als die 750 Stellen. Ich gebe aber zu, die Herausforderung ist es, erst einmal dieses Personal überhaupt zu bekommen, und zwar qualifiziert, ohne Abstriche an der Qualität zu machen. Das wird eine große Aufgabe werden, meine Damen und Herren. Und wenn ich sehe, dass wir im Moment noch 3 Millionen Überstunden haben, und das, obwohl der Innenminister eben erläutert hat, man hätte 2 Millionen Überstunden ausbezahlt, das stimmt. Aber meine Güte noch einmal, wenn Polizeibeamte Dienst leisten und Überstunden leisten, muss man sich dann dafür bejubeln selbst, dass man die Überstunden auch noch bezahlt. Wohin kommen wir denn? Das ist Ihr Anrecht. Sie haben dafür auch Arbeit geleistet. Dann müssen Sie dafür auch bezahlt werden. Viele von denen würden sich wünschen, sie könnten die Überstunden auch abbauen und in Freizeit ausgleichen. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht, weil es eben von der Personalsituation her nicht zu machen ist. Und das Selbstbewusstsein der Polizeibeamten ist es, ihren Dienst so zu versehen, dass die Sicherheit im Land gewährleistet ist. Und deswegen machen sie das, und deswegen machen sie auch die Überstunden. Aber es ist nicht hinnehmbar, dass wir auf Dauer eine solche Anzahl an Überstunden vor uns herschieben. Und ein Großteil auch der 3 Millionen Überstunden können aufgrund der langen Dauer, die sie schon bestehen, gar nicht mehr ausgezahlt werden. Das wissen Sie auch. Und da gilt es als eine der Hauptaufgaben, diese Fehlentwicklung abzubauen und dafür zu sorgen, dass die Belastung der Polizeibeamtinnen und Beamten wieder zurückgeht, dass damit dann hoffentlich auch der Krankenstand wieder etwas sinken kann und dass insgesamt mehr Zufriedenheit vorhanden ist. Dazu gehört auch die Besoldungspolitik. Die war nämlich in den letzten Jahren für die Beamten ein Schlag ins Gesicht. Nullrunde, 1% vorgefestgelegt auf Jahre hinaus. Und das alles mit den sonstigen Rahmenbedingungen, die ich schon aufgezählt habe. Keine Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ganz schwer bei Nachtschichten und so weiter und so fort. Umso größer ist eben die Leistungsbereitschaft der Polizei zu sehen, wenn man die Zahlen und die Ergebnisse der wesentlichen Bereiche der Statistik dann betrachtet. Aber, und das ist die Zusammenfassung, diese Zahlen sind trotz und nicht wegen der Landesregierung so gut. Und das ist der Dank zum Schluss an die Landesregierung. Ich will aber, weil das der eigentliche Sinn von Politik ist, natürlich muss man auch in die Vergangenheit schauen, aber was ist denn erforderlich? Wir brauchen die bessere Personalausstattung. Das wird eine Riesenaufgabe. Ich bin gespannt. Sie haben gesagt, wir werden 16.000 Polizeibeamtinnen und Beamte haben in 3 Jahren, 4 Jahren. Ich bin gespannt. Wir werden das beobachten. Und ich werde auch jetzt schon sagen, dass wir genau schauen werden, ob Qualitätskriterien abgesenkt werden.
Denn das ist etwas, was nicht sein kann und nicht sein darf. In diesem wichtigen Bereich brauchen wir gut qualifizierte Mitarbeiter im Land Hessen. Und, meine Damen und Herren, zu den Rahmenbedingungen gehört auch die Vielzahl an Verwaltungstätigkeiten. Deswegen plädieren wir für die Einrichtung des Berufs der Polizeiverwaltungsassistenten. Übrigens auch eine Forderung verschiedener Polizeigewerkschaften, um Polizeibeamte für ihre eigentliche Tätigkeit zu entlasten und Verwaltungsaufgaben dort abzuarbeiten. Technische Ausstattung ist angesprochen. Ja, es ist gut, wenn nach und nach Digitalisierung Einzug erhält. Ich wünsche mir aber, dass wir möglichst schnell Tablets und Apps in die Streifenwagen bekommen und dass das nicht noch lange dauert, bis das ganze Projekt ausgerollt ist. Natürlich gibt es das in Einzelfällen, aber wir wünschen uns hier deutlich mehr Tempo, weil das auch zur Arbeitszufriedenheit natürlich beiträgt. Und eines ist noch nicht angesprochen worden. Zu allem gehört auch eine leistungsfähige Justiz. Wir brauchen eine schnellere Abarbeitung der Fälle. Und bei den hohen Belastungen sowohl der Staatsanwaltschaften als auch der Gerichte hapert es daran. Deswegen muss das zusammengreifen, damit wir wirklich ein gutes Sicherheitsgefühl bekommen. Denn wenn Verfahren über Jahre sich hinziehen, dann hat das auch keine gute Auswirkung auf das Sicherheitsgefühl in diesem Land. Und deswegen brauchen wir hier auch, um Rechtssicherheit zu schaffen, höhere Einstellungsquoten und mehr Personal. Meine Damen und Herren, die Landesregierung darf sich auf den Zahlen auf gar keinen Fall ausruhen. Es muss eine starke Präsenz in der Fläche gewährleistet sein. Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger ist das Entscheidende. Und dieses subjektive Sicherheitsgefühl wird eben durch abstrakte Bedrohungen wie Terroranschläge bzw. verhinderte Terroranschläge und so weiter durchaus beeinflusst. Alltagskriminalität wie Diebstähle, Wohnungseinbrüche, Körperverletzungen und alles Weitere gehören dazu. Hier wird viel berichtet. Hier gibt es auch immer wieder Themen. Waffenfreie Zone in Wiesbaden und anderswo. All diese Dinge werden diskutiert. Es sind verschiedene Ansatzpunkte, die ineinandergreifen. Es gibt aber auch große Aufgaben, wie eben das Thema Internetkriminalität durch die zunehmende Digitalisierung. Der müssen wir uns stellen, damit Hessen Vorreiter in der Verbrechensbekämpfung wird. Und das, meine Damen und Herren, wäre der große Wunsch. Und um das zu erreichen, brauchen wir motivierte Polizeibeamtinnen und Beamte. Wir haben motivierte Polizeibeamtinnen und Beamte, obwohl die Bedingungen schlecht sind. Und deswegen ganz herzlichen Dank. Und bitte setzen Sie sich auch in den nächsten Jahren und in diesem Jahr und in den nächsten Jahren genauso intensiv für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land ein. Herzlichen Dank von uns. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Und nunmehr für die Fraktion DIE LINKE, Herr Kollege Schaus. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Regelmäßig möchte sich der Innenminister im Glanze der Polizeiarbeit sonnen, indem er sich die Erfolge der Polizei selbst ans Revier heftet, indem er über Schattenseiten der Polizeiarbeit und über seine persönlichen Fehlleistungen hinwegredet und indem er schweigt und wir nur aus der Presse erfahren, was intern wirklich los ist. Aber das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, Herr Minister Beuth. Wenn tausende Menschen in ständiger Angst leben müssen, unter teils skandalösen Bedingungen abgeschoben zu werden, dann ist das kein Gewinn für die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl dieser Menschen. Wenn Neonazis Gewalt und Terror von Neonazis von ihnen unter den Teppich gekehrt werden, obwohl sogar hessische Polizisten involviert sind, dann ist das kein Gewinn für die Sicherheit. Und wenn Ihr Kleinkrieg mit der Frankfurter Eintracht und den Fanvereinen dazu führt, dass einzelne Stadionbesucher verletzt werden, dann ist das auch kein Gewinn für die Sicherheit. Und wenn daraufhin sogar bundesweit in nahezu allen Fußballstadien Anti-Beuth- und Anti-Polizei-Plakate entrollt werden, dann tragen Sie, Herr Beuth, dafür die Verantwortung. Herr Beuth, Sie sind ein Unsicherheitsminister. Sie sind die größte Fehlbesetzung im Regierungskabinett, und Sie sollten sich persönlich klar und eindeutig
zu all dem erklären und sich entschuldigen, Herr Boddenberg. Das ist angebracht, nicht Ihre Aufregung an dieser Stelle. Sie heften sich hier regelmäßig die Erfolge der Polizeiarbeit ans Revier. Ja, schöner Versprecher. Dabei weiß doch jeder, Sie waren es doch, der über Jahre hinweg mit einer restriktiven Ausgabenpolitik dafür gesorgt hat, dass viel zu wenig Polizisten eingestellt wurden. Wenn selbst DIE LINKE immer wieder beantragen musste, dass dringend mehr Stellen geschaffen werden müssen, dann steht das doch für die dramatische Situation, die die CDU selbst herbeigeführt hatte. Sie waren es doch mit, der den Beamtinnen und Beamten in Hessen eine Nullrunde und eine einprozentige Magerrunde zugemutet hatte und lange Jahre die höchste Wochenarbeitszeit im öffentlichen Dienst Deutschlands zugemutet hat. Erst der politische Druck der Gewerkschaften und der Opposition hat zu später Einsicht und zu partiellen Verbesserungen geführt. Wir haben es mit erreicht, in der Tat. So ist es. Aber der Druck von außen, der war entscheidend dafür, weil Sie kein Argument mehr hatten für diese restriktive Haushaltspolitik, Herr Bauer. Kein Argument mehr in der Öffentlichkeit. Niemand hat das verstanden in den letzten Jahren. Jeder und jede in der Polizei weiß es. Ihre auf Erfolg getrimmte Statistik gibt nur Auskunft darüber, wie bei wie vielen Straftaten ein Verdächtiger gefunden wurde. Aber ob der oder die wirklich die Täter waren und verurteilt wurden, weiß eben niemand. Es wird dort nicht erfasst. Wir fordern deshalb schon seit Jahren eine Verlaufsstatistik, damit endlich klar wird, ob und in welchen Bereichen wirklich wie viel aufgeklärt wurde. Zumindest zum Abschluss des NSU-Untersuchungsausschusses waren sich dazu alle Fraktionen einig. Aber geschehen ist noch nichts. Ein Blick in den schwarz-grünen Koalitionsvertrag zeigt aber auch, dass hierzu auch in Zukunft wohl nichts vorgesehen ist. Dass Sie zwar viel Medienbohai, aber nichts von Substanz machen, zeigt auch Ihre jüngste Pressekonferenz dazu. Dort zeigten Sie, Herr Beuth, nur ausgewählte Folien aus der Kriminalstatistik. Und Sie geben heute eine Regierungserklärung zur Kriminalstatistik ab, die dem Landtag und den Abgeordneten in Gänze weiter vorenthalten wird. Es gibt sie nicht als CD für die Fraktionen, so wie das früher üblich war. Es gibt sie nicht auf der Homepage der Landespolizei, wie früher üblich. Es gibt sie auch nicht für die Medien- und Pressevertreter. Und es gibt sie auch nicht auf Nachfrage bei der Pressestelle des LKA von gestern. Warum aber diese Geheimhaltung? Angeblich gibt es eine Order von ganz oben, dass das sogenannte Jahrbuch nicht mehr veröffentlicht wird. Haben Sie das veranlasst, Herr Minister? Und wären Sie da so gütig, dem Landtag zu erklären, warum? Das würde mich sehr interessieren. Warum wollen Sie nicht, dass irgendjemand die Zahl nachliest, die Sie hier so groß feiern wollen? Wie soll denn irgendjemand nachvollziehen können, dass Sie heute hier breitgetreten haben? Sie sagen, die Daten sind herausragend gut. Davon würde ich mich aber gerne selber überzeugen. Herr Beuth, das ist doch schlicht unseriös. Ihre Erklärung hat deshalb mit einer ernsthaften Debatte um die innere Sicherheit nicht das Geringste zu tun. Nicht das Geringste. Mit einer Statistik, die uns bewusst nicht vorgelegt wird, kann ich mich auch nicht weiter befassen. Ihre Regierungserklärung bleibt auch deshalb substanzlos. Herr Minister, Sie sagten, Sie achten darauf, dass alle Polizeianwärter den besonderen Anforderungen gerecht werden. Sie sagen aber nicht, dass ein Polizeianwärter bei einer Messerstecherei in Wiesbaden dabei war, die nun als Grund dient, hier eine Waffenverbotszone einzurichten. Sie schweigen auch, dass im Zuge dessen bei einer ganzen Reihe von Anwärtern festgestellt wurde, dass sie eben nicht die besonderen Anforderungen für den Polizeidienst erfüllen. Sie sagen,
dass Extremismusvorwürfen gegen Polizisten mit Hochdruck nachgegangen werden müsse. Es handelt sich aber hierbei nicht nur um Vorwürfe, sondern um offenkundige Fakten, die zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen führen. Dass inzwischen gegen etwa 2 Dutzend Polizistinnen und Polizisten ermittelt wird, weil sie zumindest neonazistischen Parolen verbreiten, dass Geheimnisverrat im Zusammenhang mit Neonazis begangen wurde, und zwar Neonazis, gegen die wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird, und dass möglicherweise auch Geheimnisverrat im Zusammenhang mit Neonazis begangen wurde, die bis heute 5-mal Morddrohung unter dem Absender NSU 2.0 an die Frankfurter Anwältin Bascha Yildiz geschickt haben. Kein Wort dazu heute von Ihnen. Das bedauere ich sehr, Herr Minister. Dass wir als Abgeordnete nicht direkt über diesen gravierenden Vorfall, sondern alles aus der Presse erfahren haben und wir Ihnen in 3 Sondersitzungen des Innenausschusses jede Kleinigkeit aus der Nase ziehen mussten, ist Fakt. Selbst nach über einem halben Jahr seit Beginn der Ermittlungen wissen wir von Ihnen immer noch nichts über den Ermittlungsstand oder wann diese Ermittlungen abgeschlossen sein werden. Sie, Herr Beuth, tragen mit Ihrem Verhalten selbst zum Schaden des Ansehens der Polizei und damit auch zur Verunsicherung in Hessen bei. Im Falle des offenkundigen Geheimnisverrats eines Polizisten an die Arians, wie gesagt, da ermittelt der Generalbundesanwalt wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, hat die Staatsanwaltschaft fast ein Jahr lang gebraucht, um endlich ein niederschwelliges Verfahren gegen einen ehemaligen südhessischen Polizeibeamten zu eröffnen. Und wie es der Zufall will, Anklage wurde erst erhoben, nachdem alles durch die Presse öffentlich wurde. Ist das der Hochdruck, den Sie meinen, Herr Beuth? Nein, Sie sind ein Unter-den-Teppich-Kehr-Minister, sobald es um rechte Strukturen geht und wenn darin Polizeibeamtinnen und Beamte verwickelt sind. Das ist der Fakt. Da hat sich leider seit dem NSU-Skandal nicht das Geringste hier in Hessen geändert. Und da frage ich mich übrigens auch, wo ist bei all dem das Korrektiv der GRÜNEN in der Regierung? Wie können die GRÜNEN diesen Innenminister weiter stützen bei all diesen Vorkommnissen, die immer öfter zu bundesweiten Themen werden? Auch das, liebe GRÜNE, schadet natürlich der inneren Sicherheit und dem Ansehen der Polizei. Der vorläufige Höhepunkt der Inkompetenz ist allerdings der völlig absurde Kleinkrieg gegen den Vorstand und die Fans von Eintracht Frankfurt. Razzien einzig und allein auf der Grundlage einer feurigen Aussage von Herrn Fischer durchzuführen, die jeder normal denkende Mensch eben nicht als Aufruf zum massenhaften Zünden von Pyros verstanden hat, sind eine Fehlleistung. Dass in den Vereinsräumen nicht das Geringste gefunden wurde, macht den Einsatz nur noch absurder. Aber noch schlimmer wurde die ganze Situation im Waldstadion durch die polizeiliche Entfernung eines in der Fernkurve angebrachten Transparents, über dessen Sinn und Geschmack wir uns übrigens wirklich nicht streiten müssen. Dafür wurden mehrere Verletzte, mindestens 2 davon sollen ja schwer verletzt sein, in Kauf genommen. Aber statt sich für dieses Verhalten beim Verein und den Fans zu entschuldigen, gehen Sie, Herr Beuth, zur Angriffsverteidigung über und rechtfertigen das auch noch. Sie sind über das Wochenende zur bundesweiten Berühmtheit geworden. In nahezu jedem größeren Stadion des Landes wurde ein Anti-Beuth- und Anti-Polizeitransparent entrollt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Beuth. So stellt man Sicherheit und Vertrauen in die Polizei sicherlich nicht her. Damit hier, die sind im Übrigen in allen anderen Stadien, Herr Boddenberg, die sind im Übrigen in allen anderen Stadien hängen geblieben, obwohl sie die gleiche, ich sag mal, üble oder unangemessene Wortwahl hatten. In allen anderen Stadien, nur nicht in Frankfurt. Interessant, ne?
damit hier nicht wieder Missverständnisse konstruiert werden können. Natürlich müssen Straftaten und Straftäter auch in Fußballstadien verfolgt werden. Niemand stellt das in Frage. Niemand stellt das in Frage. Aber welche Straftaten und welche Straftäter haben Sie denn jetzt nach dem transparenten Einsatz? Mit dieser kopflosen Aktion haben Sie nichts zur Sicherheit im Stadion beigetragen. Im Gegenteil, Sie haben nachhaltig verunsichert. Ich erinnere einmal kurz daran, dass Sie auch Sportminister sind, Herr Beuth, und dass der größte und wichtigste hessische Fußballverein eines seiner bedeutendsten Spiele im internationalen Wettbewerb hatte. In der Szene war doch deshalb zuvor allen klar, keine Pyrotechnik, weil sonst ein Geisterspiel droht. So etwas weiß doch jeder Fan, der zwei und zwei zusammenzählen kann. Ich will aber die Absurdität hier noch einmal klarmachen. Sie behaupten, Sicherheit im Stadion und das Ansehen der Polizei bewahren zu müssen. Und dann gibt es nach völlig sinnlosen Razzien und wegen eines geschmacklosen Transparenz auch noch zwei Schwerverletzte und bundesweiten Hass auf Sie und die Polizei. Das können Sie, Herr Beuth, doch nicht als Erfolg und angemessen bezeichnen. Das ist doch genau das Gegenteil, meine Damen und Herren. Ja, das Interview von Vereinspräsident Fischer war unglücklich. Das hat er selbst am nächsten Tag auch erklärt. Das war unglücklich. Jeder hat gemerkt, dass Fischer damit nicht zum Zünden von Pyros aufgerufen hat. Jeder. Aber alle Versuche des Vereins, mit der Polizeiführung zuvor Kontakt aufzunehmen, scheiterten. Warum, frage ich, war die Polizeiführung da nicht gesprächsbereit? Und das muss doch beantwortet werden. Aber das zuständige Gericht dementiert zudem sogar Ihre Behauptung, die Durchsuchungen wären mit den Aussagen Fischers begründet gewesen. Ihre Behauptung wohlgemerkt, Herr Beuth. Stattdessen werden jetzt die sogenannten szenekundigen Polizeibeamten vorgeschoben. Man muss wissen, dass diese Polizisten in jahrelanger Vertrauensarbeit mit den Vereinen und Fangruppierungen im Stadion Akzeptanz erworben haben. Die ist jetzt auch dahin. So verbrennt man langjährige polizeiliche Aufbauarbeit, Herr Minister. Herr Beuth, Sie haben großen Schaden angerichtet gegenüber dem Verein Frankfurter Eintracht, gegenüber den Fanorganisationen und gegenüber dem Ansehen der Polizei bundesweit. In der Stellungnahme des Nordwestkurvenrates heißt es, ich zitiere, es sind zu viele Skandale, die er, also Minister Beuth, zu verantworten hat. Alles andere als der sofortige Rücktritt des inkompetentesten hessischen Innenministers aller Zeiten ist nicht akzeptabel. Zitat Ende. Ich hoffe, dass sich die Dauerkartenbesitzer und Logenplatzbucher von CDU und GRÜNEN diese Worte einmal durch den Kopf gehen lassen. Fast 4.000 Menschen haben in wenigen Tagen bereits eine Petition für den Rücktritt des Ministers unterschrieben. Und weil wir gerade beim Fußball sind, schließe ich meine heutige Rede in Anlehnung an den ehemaligen Bayern-Trainer Trapattoni. Herr Beuth, Herr Minister, ich denke, Sie haben fertig. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Ich darf ganz kurz nur geschäftsleitend darauf hinweisen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum, Drucksache 238 dieser 20. Legislaturperiode. Ich frage, wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 40, und die Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Ich gehe davon aus, dass wir den gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 11 aufrufen sollen, wollen, können. Ein PG nickt mit dem Kopfe, der zweite auch. Das reicht mir schon, also machen wir das so. Ich darf als Nächsten in dieser Debatte Herrn Kollegen Bauer das Wort erteilen in der Regierungserklärung des Innenministers zur inneren Sicherheit und Polizei. So, das wollte ich noch abarbeiten. Entschuldigung.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es sind viele Faktoren, die die Lebensqualität in einem Land ausmachen. Ein ganz entscheidender ist aber das Maß an innerer Sicherheit. Innere Sicherheit ist ein Bürgerrecht. Jeder hat Anspruch darauf, sicher leben zu können. Und mit Blick auf die heute zu beratende Regierungserklärung darf ich für die CDU-Fraktion feststellen, in Hessen leben heißt sicher leben, meine Damen und Herren. Auffällig viele Bürgerinnen und Bürger sind in diesen Zeiten verunsichert, und das Thema innere Sicherheit ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, auch gerade in der öffentlichen Wahrnehmung. Das macht die Vorlage der polizeilichen Kriminalstatistik PKS gerade so wichtig, denn mit diesen Zahlen liegen Fakten auf dem Tisch, Fakten, mit denen man der Verunsicherung begegnen kann. Die polizeiliche Kriminalstatistik der vergangenen Jahre oder des vergangenen Jahres macht deutlich, wir können hier in Hessen erneut eine hervorragende Sicherheitsbilanz ziehen, meine Damen und Herren. Die Gefahr in Hessen, Opfer von Kriminalität zu werden, war 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr. Nach einem Rückgang von fast 9% im vorletzten Jahr ist die Kriminalitätsbelastung in Hessen auch im vergangenen Jahr noch einmal um 1% auf den niedrigsten Wert seit 40 Jahren gesunken. Mit genau 372.798 Straftaten wurden noch einmal rund 2.834 Fälle weniger gezählt als im Vorjahr. Die Kriminalitätsbelastung ist bei den Straftaten pro 100.000 Einwohner ebenfalls weiter auf unter 6.000 pro Einwohner gesunken. Meine Damen und Herren, Hessen ist sicherer, nie war es sicherer als unter diesem Innenminister Peter Beuth. Die jährliche Kriminalstatistik sagt auch etwas aus über die Qualität der Arbeit unserer Polizei. Und da zeigt uns die Aufklärungsquote, dass die Beamtinnen und Beamten auch im vergangenen Jahr Tag für Tag eine professionelle, engagierte und auch im Ergebnis erfolgreiche Arbeit geleistet haben. Dafür sei allen Polizistinnen im Land herzlich gedankt. Wir wissen das sehr zu schätzen, meine Damen und Herren. Und wenn diese Kenn- und Messzahlen der polizeilichen Arbeit bei Licht betrachtet wirklich exzellent und höchst erfreulich sind, dann mag es ein leicht durchschaubares Spiel der Opposition sein, die Debatte um die Sicherheitsbilanz lieber ins Dunkelfeld zu verlagern. Denn natürlich erfasst die PKS nur Straftaten, die der Polizei durch Anzeigen der Bürger oder durch Wahrnehmung der Polizei bekannt geworden sind. Und natürlich existiert auch ein Dunkelfeld der Kriminalität. Wer wollte das denn leugnen? Aber die polizeiliche Kriminalitätsstatistik ist ein objektives und seit Jahrzehnten anerkanntes Instrumentarium, mittels dessen sich die Entwicklung im gesamten Bundesgebiet vergleichbar messen lässt. Eine eigene Dunkelfeldstudie für Hessen würde keinen signifikanten Mehrwert zur Kriminalitätsbelastung leisten, meine Damen und Herren. Und zudem würde die Vergleichbarkeit mit anderen Ländern fehlen, die gerade die Stärke der PKS ist. Und das BKA hat ja angekündigt, dass es bereits eine bundesweite Dunkelfeldopferbefragung geben soll, die die Innenminister bereits beschlossen haben. Warten wir ab, was diese Ergebnisse für Hessen bringen werden. Meine Damen und Herren, wir Christdemokraten begrüßen ausdrücklich, dass wir im Bereich von Prävention und von Erhebung von entsprechender Kriminalität auch im Rahmen der Initiative des Kompassprogramms in kleinen regionalen Bereichen Befragungen durchführen. Wir wollen ganz bewusst das subjektive Kriminalitäts- und Sicherheitsempfinden der Bevölkerung analysieren und mit möglichst passgenauen Maßnahmen vor Ort in den Kommunen die Bürgerinnen und Bürger sicher machen, damit sie sich auch sicher fühlen. Das ist die Intention des Kompassprogramms, und es ist ein sehr erfolgreiches Programm, meine Damen und Herren. Und es ist doch völlig klar, die beste Maßnahme und die beste Werbung dafür, dass Bürgerinnen und Bürger Straftaten zur Anzeige auch bringen, ist doch gerade, dass die polizeiliche Arbeit erfolgreich ist, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Gewissheit haben, dass meine Anzeige auch zum Erfolg wird, dass die Straftat verfolgt wird und der Täter auch gefasst wird. Und da kann Hessen wie kein anderes Bundesland erfolgreiche Bilanzen vorweisen, meine Damen und Herren. Wir setzen in Hessen schon seit vielen Jahren klare Prioritäten in der Sicherheitspolitik, und die Entwicklung geht doppelt in die richtige Richtung. Bei den Straftaten verbuchen wir einen Rückgang und bei der Aufklärungsquote eine Steigerung. Die Polizei in Hessen konnte im Jahr 2018 insgesamt 64,2% der Straftaten aufklären. Das ist eine weitere Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum und der beste Wert
seit Beginn der heutigen polizeilichen Kriminalstatistik aus dem Jahre 1971. Meine Damen. Nie war Hessen sicherer als im letzten Jahr. Und wenn man sich den Blick auf den Verlauf anschaut, wie hat sich denn die Kriminalität in den letzten Jahren in Hessen entwickelt? Man muss nicht bis 1971 zurückgehen. Aber es wird ja ganz klar, achten Sie einmal darauf, wie die Entwicklung der letzten 20 Jahre war. Da zeigt sich ganz klar, die letzten 20 Jahre waren gerade in der Kriminalitätsbekämpfung sehr erfolgreiche Jahre in Hessen, meine Damen und Herren. Und beim Blick ins Archiv bei der Vorbereitung ist mir ein Zitat ins Auge gesprungen. Ich darf kurz zitieren. Zitat: Hessen ist vorn bei der Kriminalitätsbekämpfung. Und das Zitat geht noch weiter. Zitat: Also, Herr Jung, wenn ich sage, Hessen vorn, dann war das ein Fehler. Ich hätte sagen müssen, diese Regierung ist vorn. Zitat Ende. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen haben sicherlich die Quelle erkannt. Das Zitat stammt aus der 92. Sitzung der 14. Wahlperiode und ist auf Seite 54-32 des Plenarprotokolls zu finden. Dort habe ich mit großem Erstaunen nachlesen können, wie sich der damalige Innenminister Gerhard Bökel, SPD, in seiner Regierungserklärung zur PKS von 1997 regelrecht selbst gefeiert hat, meine Damen und Herren. Er lobte damals eine, ich darf ihn zitieren, vor allem kluge, beherzte, arbeitende Polizei, wie wir sie in Hessen haben, Polizeibeamte, die Rahmenbedingungen vorfinden, die gute Arbeit ermöglichen. Zitat Ende, so auf Seite 54-31. Und Herr Bökel war 1998 sehr, sehr stolz auf die hessische Polizei. Und ich will Ihnen den Grund dafür nennen, für sein Lob und für seine Zufriedenheit. Ich darf den damaligen Innenminister zitieren auf Seite 54-32. Zitat: Da stelle ich für die Hessische Landesregierung fest, wir haben eine Aufklärungsquote in Hessen in Höhe von 44,4%. Das hatten wir seit 20 Jahren nicht mehr, sagt der Gerhard Bökel. Und das ist doch, wenn man heute mit den Zahlen kommt, ist das doch ein Treppenwitz der Geschichte, wenn man heute weiß, wir haben über 64% Aufklärung. Meine Damen und Herren, dass in Hessen die SPD in puncto Sicherheit in irgendeiner Art und Weise Vorschläge macht, wie es besser laufen könnte, das glaubt doch bei Lichte Betracht wahrlich niemand in diesem Hause. Frau Faeser, Jahr für Jahr wird bei Ihren Reden hier der Eindruck entweckt, die Polizei sei am Ende, die Sicherheitsbehörden seien überfordert, und Sie bringen als Indiz dafür sogar immer wieder die Polizeidichte mit ins Spiel. Dabei ist jedem Kenner der Materie klar, dass insbesondere in den Stadtstaaten die Polizeidichte pro Einwohner zwar relativ hoch ist, aber in diesen Ländern die Häufigkeitszahl, die Kriminalitätsbelastung besonders hoch ist und die Aufklärungsquote eben überdurchschnittlich gering ist. Das ist die Wahrheit. Wollen Sie in Berlin, in Hamburg oder in Bremen leben, meine Damen und Herren? Niemand möchte das, wer die hessischen Verhältnisse kennt. Hessen ist sicher, meine Damen und Herren, und das hat die CDU gemacht. Ich kann diesem Blick mit der SPD-Brille nur die Realität entgegensetzen. Seit Jahren sind die von der Union geführten Bundesländer in puncto Sicherheit vorne. Mit Blick auf unseren südlichen Nachbarn muss ich ergänzen, es sind die schwarz-grün regierten Bundesländer, die im Vergleich der Aufklärungsquote vorne sind. Es sind bekanntlich dies Bayern im vorletzten Jahr mit 66,8% und Baden-Württemberg mit 62,4%. Und dann kommt an dritter Stelle Hessen, meine Damen und Herren. Und damit das Bild einmal vollständig wird, haben wir die Zahlen von 2017 uns mal vor die Augen geführt. Schauen Sie einmal, Hamburg 44,4%. Bremen 48,5%, Berlin 44,2%. Nicht einmal jede zweite Straftat wird in diesen Bundesländern aufgeklärt. Wollen Sie sagen, dass SPD-Sicherheitspolitik in diesen Ländern erfolgreicher ist als in Hessen? Das ist doch ein Witz, meine Damen und Herren. Hätte ein Innenminister, meine Damen und Herren, dort oder anderswo eine Aufklärungsquote von 64,2%, wie wir hier in Hessen, dann würden vermutlich dort landesweit die Glocken läuten, damit Sie jeder mitbekommt, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Erfolg fällt nicht vom Himmel. Die CDU hat hart die Rahmenbedingungen dafür gestellt, dass dieser Erfolg möglich geworden ist. Wir haben Hessen nachhaltig sicherer gemacht. Wir reagieren auf neue Entwicklungen. Wir haben die Polizei massiv gestärkt. Wir sorgen für technische Innovation und modernste Ausstattung der Polizei. Niemals stand mehr Geld für Sicherheitspolitik in Hessen bereit als in diesem und in den kommenden Jahren. Seit 1999 hat sich der Polizeihaushalt mehr als verdoppelt. Und diese Schwerpunktsetzung, meine Damen und Herren, setzen wir auch in den kommenden Jahren konsequent fort. Wenn die dreijährige Ausbildungszeit der Anwärter 2020 beendet sein wird,
werden in Hessen 15.260 Polizeivollzugsstellen besetzt sein, meine Damen und Herren. Damit haben wir bei der hessischen Polizei den höchsten Personalstand aller Zeiten erreicht. Und das hat die CDU mit BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gemacht, meine Damen und Herren. Und wenn Sie dann sagen, niemand will in Hessen Polizist werden, dann sind Sie auch nicht gut informiert. Denn bei dem letzten Einstellungsdatum zum 1. Februar wurden 386 neue Anwärter in Dienst gestellt, und es lagen über 3.300 Bewerbungen vor. Davon kommen über ein Drittel aus anderen Bundesländern. Ja, so schlecht kann es doch um die hessische Polizei nicht bestellt sein, wenn sich ein Drittel der Menschen für den Polizeidienst in Hessen hier interessieren. Über 9.000 Bewerbungen im letzten Jahr zeigen doch, dass die Polizei und das Land Hessen ein attraktiver Arbeitgeber sind, meine Damen und Herren. Und wir werden die Rahmenbedingungen für die Polizei natürlich in den nächsten Jahren noch weiter verbessern, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag einiges vorgenommen. Denn wir sind gerade nicht zufrieden mit dem Erreichten. Wir wollen mehr. Wir wollen, dass die Menschen auch weiterhin sicher und gut in Hessen leben können. Und deshalb gibt es im Polizeibereich 1.000 zusätzliche Stellen, meine Damen und Herren. Wir wollen gemeinsam den Ausbau der Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten weiter intensivieren. Wir wollen Investitionen in rechtliche Anpassungen, und auf der Agenda stehen weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitspolitik auf der Agenda. Neben einer konsequenten Aufklärungsarbeit durch die hessische Polizei und der effektiven Verfolgung der Straftaten durch eine leistungsfähige Justiz ist vor allem auch eine umfangreich angelegte Präventionsarbeit Kernbereich unserer hessischen Sicherheitspolitik. Meine Damen und Herren, nie gab es mehr Geld für Präventionsmaßnahmen in Hessen, und das ist gut angelegtes Geld in Hessen, meine Damen und Herren. Besonders hervorzuheben im Bereich der aktiven Präventions- und Sicherheitspolitik ist gerade aktuell, weil es ein Gassenhauer ist auf kommunaler Ebene, das Kommunalprogramm Sicherheitssiegel, kurz Kompass genannt. Es ist ein Programm, wo das Land gemeinsam mit den Kommunen die Sicherheitsarchitektur vor Ort stärkt und nachhaltig verbessert. Es wird vor Ort im Sinne einer vernetzten Sicherheit, Sicherheit braucht Partnerschaft, gelebt und konkrete, passgenaue Lösungen vor Ort gesucht. Meine Damen und Herren, diese Zahlen einer Statistik sind in der Tat nur abstrakte Größen. Darauf kommt es bei der Debatte wirklich nicht an. Entscheidend ist, was die Zahlen ausdrücken, meine Damen und Herren. Denn hinter diesen Zahlen, die ich genannt habe, stecken Menschen, stecken einzelne Schicksale. Und hinter jeder verhinderten Straftat steckt ein Mensch, der nicht mehr Angst haben muss, geschädigt zu werden. Und hinter jeder aufgeklärten Straftat steckt ein Mensch, der sicher sein kann, dass er nicht mehr nur Opfer ist, sondern dass er auf die Bestrafung des Täters hoffen darf. Darauf kommt es an, nicht die Statistik. Die Zahlen und die Menschen sind uns wichtig, meine Damen und Herren. Und in der Tat ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben auch Bereiche, wo wir besser werden müssen, keine Frage. Aber wir nehmen uns die Aufgabe offensiv an. Und Sorge macht uns insbesondere die gestiegene Zahl der Übergriffe gegenüber Einsatzkräften. 13% mehr Fälle, fast 4.000 Übergriffe. Das ist nicht hinnehmbar. Wir brauchen mehr Respekt für Mitbürger und Menschen in Uniform. Und wir werden deshalb uns nicht nur für härtere Strafen einsetzen, sondern wir werden das öffentlich machen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte für alle Demokraten. Wir schützen die, die uns schützen, und tolerieren keine Angriffe auf unsere Einsatzkräfte. Das ist unser Credo, was auch mit der Schutzschleife hier zum Ausdruck kommt, meine Damen und Herren. Und, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bei uns ist die Sicherheit in guten Händen. Denn wir reagieren auf neue Entwicklungen. Wir sorgen für technische Innovation. Es sind bei der hessischen Polizei Drohnen im Einsatz. Wir haben eine Analysesoftware zur Vorsorge und zur Vorhersage von möglichen Wohnungseinbrüchen. Wir haben innovative Konzepte wie die Bodycam Made in Hessen, um die uns andere Bundesländer beneiden und die auch anderweitig nachgemacht worden sind. Wir haben massivst Millionenbeträge investiert in die Verbesserung der Schutzkleidung, in neue Waffen und Millionenbeträge in neue Fahrzeuge. Unsere hessische Polizei ist, was die technische Ausstattung betrifft, auf einem sehr guten Niveau, was wir gerne weiterentwickeln würden. Darauf können wir stolz sein, meine Damen und Herren. Und unsere Polizei macht insgesamt eine sehr gute Arbeit. Und wir stehen als CDU gerade und insbesondere für die Durchsetzung des Rechtsstaats klar und unmissverständlich an der Seite unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und das gilt auf der Straße wie auch im Stadion. Wir dulden keine rechtsfreien Räume. Wir wünschen uns faire, freundliche Atmosphären in Stadien, ein leidenschaftlicher Kampf beim Fußball, friedliche und familienfreundliche Stimmung auch im Frankfurter Waldstadion, in der Commerzbank Arena. Und die hessischen Stadien sollen Ort sein für sportbegeisterte Fans,
die die Besucherinnen und Besucher sicher und sorgenfrei auch das Sportereignis verfolgen können. Und deshalb werden wir als Union auch weiter im Gespräch mit den Fangemeinschaften bleiben. Wir wollen, wie die überwiegende Mehrheit der Menschen, sichere Fußballspiele, friedliche Fans und die anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ins Stadion gehen, vor weiteren Gefahren auch schützen. Denn das ist das Ziel polizeiliches Einsatzes, und das muss das gemeinsame Bekenntnis aller Demokraten sein. Herr Bauer, kommen Sie bitte zum Schluss. Mein letzter Satz. Hessen ist ein sicheres Bundesland. Ich habe es Ihnen versucht zu verdeutlichen. Und deshalb danke ich zum Schluss noch einmal allen Bediensteten in den hessischen Sicherheitsorganen für die ausgezeichnete Arbeit und für den unermüdlichen Einsatz. Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Danke, Herr Bauer. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Regierungserklärung des hessischen Ministers Innern und für Sport entgegengenommen und besprochen. Mit aufgerufen zu dieser Regierungserklärung war ein Antrag der Fraktion der SPD, Dunkelfeld-Studie, und zu diesem ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD. Beide gehen in den INA zur weiteren Beratung. Dann machen wir das so. Ich rufe. Es gab noch einen Antrag der Koalition. Der muss auch weitergehen. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben ja noch einen Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Den bitten wir dann auch in den Ausschuss zu überweisen. Vielen Dank, Herr Frömmrich. Hier ist gerade ein bisschen Durcheinander, aber selbstverständlich überweisen wir auch den Antrag der Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, auch mit in den INA.